Jana Ina kann auf unbestimmte Zeit nicht mehr weiter moderieren, weil sie Corona hat. Jetzt, wer ist denn die Neue? Oh. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu der 5. Folge von Love Island. Ich weiß, ihr seid maximal verwirrt, dass ich so regelmäßig Videos hochlade, aber ich muss ja auch irgendwie mithalten. Dafür mache ich halt dann das ganze nächste Jahr über halt wieder keine Videos. Ist okay. Für alle, die die anderen Folgen nicht gesehen haben, könnt ihr sie hier angucken in der Playlist. Und dann würde ich auch schon sagen, wir fangen an mit der ersten Szene von Love Island Folge 5. Okay, los! Ihr habt schon kommentiert, Geraldine ist quasi der neue Tim. Also der Tim. Geraldine ist bei Love Island das, was Tim bei der Jungs-WG war. Also, sie kann halt einfach nicht sprechen. Aber der versteht sich auch sehr gut mit Pia. Also da würde ich mir bei dir keine, also für dich, also... Ja, keine Bedenken machen. Also erstmal keine. Weil Joel war ja am meisten überrascht, weil er sowas halt noch nicht richtig gemacht hat und das als gleich so gut geschafft hat, fand ich stark gut. Ich finde es nur äußerst amüsant, dass ihr die Verbindung zu Tim gebaut habt. Weil die Jungs-WG im Schnee ja auch schon wieder 5 Jahre her ist. Leute, aber darum soll es nicht gehen. Machen wir weiter. Dann kommen sie irgendwie auf das Thema Fuckboy, weil Luca angeblich halt einer war oder ist. Geraldine soll dann doch bitte mal im Interviewbereich erklären, was ein Fuckboy ist. Ja, was ist ein Fuckboy? Ein Fuckboy ist halt. Ein Mann. Oder eine Frau. Ist schon ärgerlich, dass halt einfach Boy in dem Wort steckt. Aber ich sag auch ganz oft zu Girls halt Fuck Boys, Fuck Girls. Können wir das etablieren? Das ist irgendwie schon wieder total gemein den Männern gegenüber. Ansonsten ist diese Folge tatsächlich, ich weiß, ich sag das jede Folge, aber diese Folge ist wirklich nicht so viel passiert. Ich glaube ehrlich gesagt, die Männer haben sich bei Anna inspirieren lassen. Nachdem sie sich so fallen gelassen hat in ihrer Fernsehpräsenz, denken sie sich so, jetzt sind die Hemmungen gefallen. Lassen wir es raus. Boah, Alter. Der war gut, oder? Ich weiß, ich hab wahnsinnig was gemacht. Digga, nein, ist das... Digga... Ja, kriegt man ja auch sonst Bauchweh, wenn man das unterdrückt, ne? Was man nicht alles macht, um sich sympathisch zu machen, sagte sie und rülpst die ganze Zeit selbst in ihren Videos rum. Geraldine hat ein Dilemma. Sie findet niemanden, mit dem sie sich gut versteht und es ist halt einfach niemand da, der sie möchte und den sie möchte und deswegen heult sie sich jetzt bei Aurelia aus. Ich bin so irgendwie die Einzige, die hier noch niemanden hat, so weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wann ich zuletzt geweint habe. Folge 2. Ich hab's gewusst, ich hab's gesagt. Es geht noch weiter. Die Frage ist, was hat Aurelia dazu zu sagen? Weil einfach auch irgendwie so der Druck so ein bisschen hoch ist. So, keine Ahnung, ich bin so, jeder hat hier irgendjemanden und ich bin nämlich ja die Einzige, die hier niemanden hat. Selbst hier klappt das nicht so, weißt du, was ich meine? What a wicked game to... Es heißt Einzige. Gott, sie wäre mein Lieblings-Eiländer gewesen, wenn sie das darauf gesagt hätte. Mir tut Geraldine auch tatsächlich leid. Sie kann ja auch wirklich nichts dafür, wenn sie niemanden mag. Und sie niemanden mag. Dumm, aber ist so. Ja, Aurelia hat tatsächlich nicht so viel dazu gesagt. Chiara kommt dann aber dazu und meint auch irgendwie, es liegt vielleicht auch am Alter. Ich meine, klar, dass du jetzt mit 25 irgendwie keinen 23-Jährigen möchtest. Ja, genau. Ja, genau. Deswegen hat sie Tim auch in der letzten Folge gesagt, dass sie ihn auf jeden Fall am geilsten findet von allen. Weil wie alt ist Tim nochmal? Ich bin Tim, ich bin 23 Jahre alt. Ach so. Aha, es kommt ja auch auf den Charakter drauf an, ja. Kommen wir zum anderen Drama der Villa, Melina. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass sie sich wohl irgendwie so fühlt, als wäre sie der Hahn im Korb und alle geiern auf sie. Es ist wohl tatsächlich so. Ich dachte auch, das Drama mit Hendrik, Aurelia und Melina hat sich wieder gelegt. Nee, Hendrik lässt es immer noch nicht sein. Ja, schieß mal los. Ich zähle dich auf jeden Fall mit Abstand so zu den interessantesten Damen hier drin. Und zu denen, die so am meisten, denke ich, zu mir passen würden halt. Was ist bei ihm los? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum Melina alle so toll finden. Nur weil sie einen auf Kumpeltyp macht, so. Ich war auch immer der Kumpeltyp und niemand hat mich gemocht. Also von den Jungs. Romantisch gesehen. Ich hatte Freunde. Ich hatte Freunde. Also ja, ist nicht so, dass ich keine Freunde habe. Nächste Person, die auf Melina geiert, Tim. Und sie reden darüber so, ja, was mache ich denn jetzt bei der Paarungszeremonie, weil heute Abend findet eine statt. Ich weiß nicht, wie ich dann mich wählen soll. Keiner. Wissen wir alle nicht, wen du willst. Ist ja nicht irgendwie nur Melina da, die du interessant findest. Aber wenn du das ihr jetzt sagst, dann ist es ja viel zu einfach. Ach. Wisst ihr, deswegen mag ich Anna und Marc. Die machen einfach so, ja, ganz im Ernst, lass den Kindergarten. Du magst mich, ich mag dich. Er mag sie und sie mag ihn. Sie mag ihn und er mag sie. Sie mögen sich. Und dann machen die halt was miteinander, weißt du? Und ohne dieses...
ich weiß noch nicht, wen ich nehme. Ich bin mir noch so unsicher. Dann gibt es einen großen Sprung. Es tut mir leid, aber es ist wirklich nichts passiert. Außer, dass Luca sich wieder über Melina ausgeheult hat, weil sie keinen Bock auf ihn hat. Sie hat gesagt, sie hat keinen Bock auf ihn. In einem anderen Gespräch. Was ist noch passiert? Nichts Relevantes wohl. Es ist abends geworden, alle haben sich fertig gemacht und ich muss wirklich sagen, die sind einfach süß. Hier mal wieder einfach eine random süße Szene. Wir sehen heute wieder bombastisch aus. Wir sehen wieder Bombe aus, ja. Und ich würde sagen, wir klatschen wieder für uns selber, weil wir einfach so geil sind. Ja. Guck mal, wie supportive die alle miteinander sind. Ich habe wirklich Angst, dass es jetzt demnächst irgendwann Streit gibt und ich enttäuscht werde von allen. Gut. Eine Nachricht kommt rein. Tim liest sie vor. Paarungszeremonie. Steht bevor. Nee, scheiße, jetzt habe ich zweimal vorgesagt. Oh, ich dachte, jetzt mache ich so spontan poetischen Witz. Naja, egal. Auf jeden Fall muss Tim sich ja jetzt auch entscheiden. Und jetzt bin ich mir tatsächlich doch nicht mehr so sicher, ob er sich wirklich nicht sicher ist, wen er nehmen will. Alright. Also macht er Enemene-Miste mit seinen Augen oder was passiert da so? Enemene-Miste. Es rappelt. Dann werden alle irgendwie noch vor der Paarungszeremonie interviewt und dann kommt so ein komisches Schnittbild von Melina. Melina steht zum Henrik auch ganz gut. Also sie verstehen sich gut. Also ich habe eigentlich da keine Bedenken. Aha, macht man das jetzt so? Das kann ich auch. Geschmackig. Lecker Acrylfarbe. Und in der dritten Folge haben wir es ja auch schon angekündigt. Ja, Ina kann auf unbestimmte Zeit nicht mehr weiter moderieren, weil sie Corona hat. Jetzt, wer ist denn die Neue? Oh. Und hier kommt unsere heutige Gastgeberin, Kathi Hummels. Kathi Hummels. Catherine Kathi Fischer Hummels. Die kommt aus Dachau! Oh, jetzt fühle ich mich doch ein bisschen so, we're bonding right now. Ist ein deutsches Model, Influencerin und Moderatorin. Aber eigentlich wissen wir alle, woher sie bekannt ist. In München lernte sie 2007 den Fußballer Mats Hummels kennen. Ihr ganzer Kindheit und privates Eintrag bei Wikipedia dreht sich auch eigentlich nur um ihre Hochzeit und wie sie Mats Hummels kennengelernt hat. Aber ja, ne? Warum blutet mein Herz jetzt? Naja, ich meine... Schaut euch das doch an. Liebe Eiländer, willkommen zu eurer zweiten Paarungszeremonie. Ich vermisse Jana Ina. Man muss aber auch sagen, der Druck ist tatsächlich auch sehr hoch, wenn du als Vertretung für die eigentliche die Moderatorin von Love Island einspringst. Man merkt auch, sie ist ein bisschen aufgeregt. Deswegen nehmen wir das jetzt mal nicht zu kritisch. Es gibt nur eine Regel auf Love Island. Hier kann man nur als Couple gewinnen. Trotzdem finde ich irgendwie, dass sie jetzt nicht so die Bombenausstrahlung hat. Jetzt geht sie erstmal alle Mädels durch und möchte so ein bisschen, keine Ahnung, Sendezeit füllen. Geraldine. Geraldine. Oh, oui, oui. Geraldine. 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 Ich stand sie auch so 20 Minuten vorm Spiegel und hat so, Geraldine, Geraldine, Geraldine und dann am Ende, Geraldine. Süß auch. Wir lassen es doch noch nicht so ganz. Ab und zu, finde ich, ist sie auch ein bisschen unangenehm. Ist Henrik dein Beuteschema? Eigentlich. Na? Belastend. Okay, ich darf nicht sagen, ich habe mein Gesicht auch nicht im Griff, wenn ich gerade eben rede. Ich kann euch jetzt alle triggern und sagen, achtet nicht darauf, wie oft ich blinzel, wenn ich hier mein Video mache. Gerade eben konzentriere ich mich, aber eigentlich blinzel ich richtig oft. Jetzt könnt ihr den Rest des Videos nur noch darauf achten, wie oft ich eigentlich blinzel. Vielleicht mache ich auch mit Absicht einfach die ganze Zeit. Einfach nur, um euch abzufacken. Ich liebe meinen Job. Ja, und der ganze Bums zieht sich halt dann irgendwie auf einmal schon ganz schön lange. Liebe Jungs, Zeit für alte und für neue Gefühle. Wir brauchen Couples, die es ernst meinen. Also lasst eure Herzen entscheiden. Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen. Worauf wollte sie hinaus? Hätten sie doch lieber mal ein bisschen Sendezeit mit dem Pfau aus dem Pool gefüllt. Auf jeden Fall lassen sie jetzt auch ihre Herzen entscheiden. Tim ist der Erste. Spürt einfach eine gewisse Anziehung. Geraldine! Okay, ist Melina geworden. Nächster ist aber Joshua. Und wenn sie einen Raum betritt mit ihrer Ausstrahlung und ihrem Lächeln, dann geht wortwörtlich die Sonne auf. Geraldine! Gut, er hat Chiara genommen. Marc, wen magst du? Sie macht mich jedes Mal nervös, wenn sie mich anguckt. Geraldine!
Marc nimmt Anna, Hendrik nimmt Aurelia, weil Melina war ja jetzt schon weg. Und als letzter bleibt halt dann auch nur noch Luca übrig. Er kann sich jetzt zwischen Pia und Geraldine entscheiden. Und ich habe tatsächlich gehofft, dass es Geraldine wird. Der ich es aber am meisten gönne, ist in diesem Fall für mich die Gigi. Ich freue mich, ich mag Geraldine, die ist mir sympathisch. Andererseits ist es das erste Mal bei Love Island, dass ich traurig bin, dass jemand die Villa verlassen muss. Pia mochte ich irgendwie auch. Ich mag irgendwie alle. Außer Melina und Henrik. Können sich eigentlich verkappeln und dann kann man sie zusammen rausvoten. Dann würde ich die schon auch shippen. Pia ist jetzt dann weg und Kathi Hummels zum Glück auch. Denkt immer dran, ohne Liebe habt ihr hier keine Chance. Also lasst es lieben. Und lasst es knistern. Lasst es lieben und lasst es knistern. Demnächst in den Schlagzeilen die neue Kathi Hummels-Sekte. Leitspruch, lasst es lieben und lasst es knistern. Ja, dann sind wir mal gespannt, ob Kathi Hummels in der nächsten Folge weniger aufgeregt ist. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr noch ein anderes Video von mir angucken. Ich merke schon, es schaut irgendwie niemand an, obwohl es jetzt irgendwie so mein neues Lieblingsvideo auf meinem Kanal ist. Dumm, aber ist so. Und wenn ihr mich hier abonniert, dann sehen wir uns im nächsten Love Island-Video. Nee, dazwischen kommt noch ein anderes Video. Okay, tschüss.